Ja, Leute, es ist der 9. Spieltag in der Rückrunde. Und wir kämpfen gegen Meta. Genau, ich meine, in der letzten Runde haben wir gewonnen mit Cresselia. Cresselia war einfach, ich weiß nicht, richtig bulke und da konnte er nichts tun. Und mal sehen, wie er sich dieses Mal anstellt, wie er mit Start Heatran Togekiss dabei. Ich habe da einige Pläne mit Togekiss. Und akzeptieren wir mal seine Anfrage. Ist nämlich das richtige Team. Wir haben kein Double Item. Er hat zum Glück. Zum Glück hat er Dodrio nicht dabei. Denn ich habe jetzt tatsächlich keine Flugresistenz dabei. Das war mir auch absolut klar. Aber ich habe Togekiss aus folgendem Grund gebraucht, um viel Schaden drücken zu können. Vor allen Dingen wegen Latias und gleichzeitig flinchen zu können. Gegen Aerodactyl haben wir immer noch viele Antworten in Form von Seismitoad und eventuell noch Cresselia. Ist immer noch die Frage, mit welchem Pokémon er jetzt Scheußgarf oder Scheußband hat. Mal schauen. Aber nun ja, wird wahrscheinlich mit Meryl oder mit Aerodactyl hier die Tarnstellen liegen. Und ich muss dementsprechend gucken, was ich da stattdessen machen kann. Erstmal mein Calculator hier anbringen. Ich weiß gerade nicht, mit was ich liege. Wenn Aerodactyl gescraft ist, habe ich Probleme mit Stinger definitiv. Aber ich muss jetzt gucken, ob ich mit meinem gescraftes Seigert hier was machen kann. Ja, ich habe zur sicherheitshalber mein Seigert gescarred wegen seinen Dermenitan. Dermenitan und Dodo hat mein Team sowas von gedrückt. So, ich habe Seigert mit Scarf, deswegen muss ich eben schnell die Sachen hier tauschen. Ja, ich hoffe, ich brauche hier nicht zu lange. Gegen Aerodactyl. Ja, das wird leider nicht reichen, deswegen muss ich dann was anderes machen. Ich gehe, denke ich mal, zu Growth in der Hoffnung, er hat kein Energieball auf Latias. Das wäre jetzt dementsprechend nicht so gut. Ich hoffe. Okay, er geht zum Marvel. Wahrscheinlich geht er auf die Tarnsteine, alles klar. Dann geht er auf jeden Fall auf die Tarnsteine. Ihr wird wahrscheinlich auch den Evoliten tragen. Die Tarnsteine könnte ich mit Defog hier brechen, aber ich habe ein gespetztes Togekiss. Ich könnte auf Knockoff gehen, aber gleichzeitig hat er ein Munchlax. Und es wäre fatal, wenn Munchlax dementsprechend nicht den Evolit nicht trägt. Ich gehe dann auch einfach mal auf den Stealth. Er wechselt nämlich raus. Alles klar, okay. Das heißt, Marvel muss irgendwie gebannt sein oder so. Irgend in der Richtung, ansonsten wäre es definitiv drinnen geblieben. Und dann Rotom, Heat wollte ich schon sagen, Rotom Rush muss einen Hidden Power Grass haben. Oder in der Richtung. Und er wird wahrscheinlich auf Hidden Power Grass gehen. Er kann nicht riskieren, auf eine Elektroattacke zu gehen.
und geht definitiv auf Hidden Power Quest. Ja, locker. Ich gehe mal zum Mitnichten. Mitnichten macht das schon. Er wird mich aber ziemlich überraschen, wenn er jetzt auf einen Elektro-Tipp geht. Weil ich hätte einfach 5 drinnen bleiben können. Aber ansonsten würde ich den Zug nicht verstehen. Er muss auf jeden Power Quest gehen. Gut, die Tarnsteine liegen. Merville hat anscheinend nicht die Tarnsteine. Beziehungsweise hat vielleicht die Tarnsteine. Ich weiß es nicht. Aber er muss nämlich rausfutschen, weil Merville dann den Evolit nicht trägt. Weil ohne den Evoliten würde es keine mehrere Erdbeben tänken. Yep, ist Hidden Power Quest. Er geht auf Hidden Power. Kann jetzt nicht wirklich was machen, außer auf Irrlicht zu gehen. Was natürlich vielleicht ein bisschen blöd für mitnichten ist. Wegen Irrlicht. Aber. Soll ich mein Quest Irrlichten lassen? Ich weiß es gerade nicht. Weil. Ist eine gute Frage. Hat er Irrlicht überhaupt drauf? Muss er ja. Lol. Ist die Frage, wenn er aber auf einen Wall Switch geht, dann habe ich ein Problem. Dann geht er nämlich zu seinem Silver League Ghost und hat dann einen Vorteil. Ich gehe mal zu Knockoff. Er geht raus. Gut. Mit Intimidate, das ist vollkommen okay. Dreadplate. Okay. Auf jeden Fall eine Platte. Warum geht er denn jetzt zu. Das weiß ich gerade nicht. Wird er denn tatsächlich auf. Moment. Ich muss jetzt gucken, was Dreadplate ist. Wenn das die Stahlplatte ist. Frightening Plate. Das ist die Dunkelplatte. Okay. Es erhöht den Schaden von Unlichtattacken. Das heißt, es ist definitiv offensiv. Mit meinem Schleimer kann ich hier eigentlich gar nichts machen. Ich könnte wieder zu Quote wechseln, weil. Ich rieche einen Abschlag. Vor allem wegen der Platte. Wenn er die Tarnstellen liegt, dann ist es okay. Weil. Okay, er wechselt instant wieder raus. Zu Yajirobe. Der sieht tatsächlich wie Yajirobe aus. Dann kann ich wieder auf den Knock-Off gehen. Hat einen Evoliten. Da. Setzt der Fluch auf. Hat er gut gemacht. Hat aber dementsprechend nichts gegen seine spezielle Verteilung, deswegen kann ich einfach mal auf das Gold gehen. Ich meine, was soll ich denn dementsprechend falsch machen? Burn ihn auch tatsächlich. Ich burn ihn tatsächlich. Aber er kann jetzt nicht direkt angreifen, sondern er muss irgendwie auf die Erholung gehen. Ich dachte schon, warum. Hallo, Internet? Ich dachte schon, WTF. Überall Schwarzbild. So. Ich habe Togekiss mit Scheußpacks. Alles gut. Gegen. Manchlex. Genau. Nicht BTF.
Mann, schlecht, und ja. Er hat schon sehr viel Spezialverteidigung, so. Das ist schon sehr nice, aber ich habe nämlich hier Choice Specs und das wird reichen. Oder auch nicht. Es macht trotzdem so wenig Damage. WTF. Ja gut. Ich muss da aber irgendwie durch, deswegen gehe ich mal auf Best schicken. Ich hoffe, er geht auf West. Tatsächlich. Dann kann ich hier einfach mal auf R schließen. Ich habe nämlich Specs. Man wird sehen, ob er nämlich Investment in Spezialverteilung hat. Hat er aber nicht. Oder nicht viel. Ich mache nämlich 45% Damage. Laut Kalkulation mache ich irgendwas mit 30% Damage. Der muss jetzt nämlich rauswechseln. Kann ich dementsprechend... Nee, kann ich nicht. Ich bin ja gespext. Ich habe die Aurosphäre nicht drauf. Ich habe nämlich stattdessen Flamethrower mitgenommen für Merrill. Ja, die Fog muss ich zur Not mitnehmen, weil die letzten Runden könnten eventuell sehr kritisch werden, wenn die Tarnsteine auf unserem Feld liegen. Und ja, ich war noch überlegen, ob ich bei Bibor nicht zufällig oder eventuell Rückenwind lerne. Aber dann habe ich doch eher auf Felsdinger gegriffen. Weil ich fand, das ist irgendwie besser, wenn ich damit Gegner finische. Bei Chrysele hatte ich einige Ideen, nur für sein Team ist es eben nicht so toll. Er hat nämlich viele Pokémon, die speziell ist. Und zwar könnte ich Chrysele eventuell Felmob geben. Und dann die Attacke, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Attacke nochmal genau hieß. Auf jeden Fall ist das wie die Fähigkeit Synchronize oder so. Damit Gegner genau denselben Status kriegt wie ich. Dann werde ich von Toxin oder so nicht getroffen. Das ist nämlich sehr schön. Ich mache schon sehr viel Damage. Das ist respektabel, aber ich muss jetzt tatsächlich raus. Der beste Zug, den ich machen könnte, wäre in Cresselia. Oder in Growlithe. Er geht höchstwahrscheinlich auf eine Eisattacke. Und Growlithe wäre da dementsprechend ganz gut zu haben. Oh, er geht auf Toxin. Alles klar, das habe ich vergessen. Das habe ich tatsächlich vergessen. Zum Glück bin ich da nicht in Chrysele reingegangen. Das wäre ein bisschen blöd. Okay. Wie drinne bleiben? Ich gehe mal auf den Scald. Das ist für mich safe. Falls er nämlich drinne bleibt, aus irgendeinem Grund. Knockoff, weiß nicht. Ich habe schon Saizan Pokémon das Item weggenommen und Latias hat nämlich den Z-Kristall. Dementsprechend brauche ich das eigentlich jetzt nicht nochmal noch offen. Ich habe jetzt zwei Noctfuser für den Fall, falls er nämlich ein paar Pokémon mit Scarf hat, den Scarf trägt oder ja. Und dann habe ich noch für Chrysele Thunderwave mitgenommen, falls ich das irgendwie nicht hinkriege und auch schnell Pokémon verlangsamen kann. Das ist nämlich sehr gut für Togekiss.
Deswegen habe ich auch noch zur Sicherheit Salge 10% auf den Scarf gegeben, damit er überhaupt alles Spot speeden kann. Und deswegen bin ich tatsächlich froh, dass er sein Dodiro nicht mitgenommen hat. Alter Falter, als ich Dodiro mal gecheckt habe. Okay. Geht in Rotom Wash. Und ich weiß schon, was Rotom Wash hier macht. Könnte auch eventuell. Er hat aber nur Hidden Power gezeigt. Ich gehe zu mitnichten. Es ist okay. Es ist okay. Will-O-Wisp. Dann habe ich was für Will-O-Wisp. Denn für Latias habe ich noch mein Hakai und tatsächlich noch Best Chicken dabei. Ich muss nur aufpassen, dass ich diese jetzt nicht konkret verliere. Er wird jetzt höchstwahrscheinlich rausgehen. Er hat immer noch sein Item, aber er wird höchstwahrscheinlich rausgehen. Hier mal auf den Pursuit. Ich mache wahrscheinlich 0 Damage. Aber mal sehen. Ihr könnt natürlich drinnen bleiben und auf Hydro-Pumpe gehen. Das wird aber nicht so viel Damage machen. So, dann habe ich auf jeden Fall was wegen Burn. Bitteschön. Ja, hahaha. Es ist nämlich quasi so, als hätte er nämlich so einen Evoliten. Aber mal gucken, wie viel Damage ich so mache mit meinem Alolan Mug. Mit Burn. Ohne seinem Gegenstand. Alter, kann ich hier einfach auf Nan gehen? Mache ich. Oh Gott. Ja, gut. Ich würde wahrscheinlich wieder West gehen. Ich bin nämlich total geburnt. Bin geburnt. Ja, ich mache eigentlich 0. Das Einzige, was ich eventuell machen könnte, wäre auf den Poison Jab. Und das würde immer noch ordentlichen Damage machen. I hope. Ich gehe auf den Poison Chip. Er wird höchstwahrscheinlich wieder aufwachen. Das ist mein Problem. Aber wenn er. Oh Gott, ich mach so. So wenig Damage. Ist weniger als gedacht. Irgendwie ist mein Google Chrome gerade immer so black. Das ist gerade nicht nett. Weil. Na, dankeschön. Dankeschön. Ich wollte nämlich schauen, ob ich mit meinem Mega-Beat-Will hier mit Felsdinger. Hallo. Felsdinger finishen kann. Natürlich. 55,9%. Bibo wird sicherlich eine Attacke tanken. Und selbst wenn, er wird wahrscheinlich nochmal aufwachen und schlafen. Und er wird sicherlich nicht
zulassen, dass ich mich hier aufsetze. Falls ich nämlich Schwertanz habe, habe ich aber nicht. Ich kann hier nämlich einfach mal auf Mewtwo gehen. Das wird so maximal 90% Damage machen. Wird es wahrscheinlich nicht. Ich könnte auch einen Kampfattacke haben. Aber nun ja. Also es gab nämlich zwei Möglichkeiten, die er hätte machen können. Er hätte nämlich direkt angreifen können oder holen können. Wäre mir beides recht gewesen. Ist die Frage, ob der dann auf eine Gesteinsattacke gegangen wäre, dann wäre Bibo wahrscheinlich weg gewesen. Nice turn. Resisted. Und ja, gegen Silverly Ghost. Gehe ich erstmal auf No. Oh Gott. Lol. Ich poison ihn noch dabei. Was hat er nochmal für einen Gegenstand? Knockoff. Nichts? Er hat nichts? Ach, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Stimmt, ja, er hat nämlich das Arceus-Item. Oh Gott. Ja. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ehrlich zu sein, brauche ich mitnichten jetzt nicht unbedingt. Ich kann jetzt einfach mal auf den Poison Jab gehen. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen. Oh, der Rest. Und er hat Twist. Das kann noch extremst heiter werden. Wahrscheinlich auch mit Sleep Talk. Jau. Das erinnert mich an meinen Zügen. So. Mal gucken. Ich hab. Alter. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie Silverly genau tickt, weil... Alter, ich weiß nicht mal, wie er überhaupt geschrieben wird. Das ist Silverly. Alles klar. Mit I. Gut. Silverly Ghost. So. Vermutlich Full HP und keine Ahnung was, aber meine Frage ist eben nur, ob ich Silverly hier ganz gut schädigen kann. Ja, gut. Ich muss auf den Erstschluss gehen. Ich habe auch den Spukball nicht mitgenommen. Ich hätte viele Möglichkeiten. Ich wollte unbedingt die Fock mitnehmen und Flamethrower wegen seinen Stahl-Pokémon. Ich muss jetzt Damage des Todes machen. Er schläft nämlich und... ja. Hat nämlich noch die Chance, dass er geflincht wird. Und die Chance ist nämlich sehr gering, dass er mich jetzt attackiert. Und wenn er nämlich auf Full Attack ist mit plus 2 und irgendwas mit Shadow Claw macht. Wobei, das macht BDF. Er kann mich nur two-shotten irgendwie. Okay. Das glaube ich jetzt nicht ganz, aber er wird mich höchstwahrscheinlich two-shotten. Es sei denn, er setzt seine Signature-Attack ein, was er höchstwahrscheinlich machen wird. Wenn er überhaupt mit Schlafrede trifft. Also der Kampf ist... wird
Wird dauern. Ist eben die Frage. Jetzt hat er nämlich ein Munchlax, was momentan schläft, und ein Silverly, was momentan schläft, durch Erholung. Er wechselt raus. Ja gut, dann kann ich nochmal mit Erschlösschen angreifen. Ich hoffe, er weiß, dass ich gespext bin. Das sieht man eigentlich äußerst selten. Aber Bashicken hat dafür auch die nötigen Angriffswert und sogar noch die Initiative. Und jetzt muss er nämlich was machen. Denn... Ich könnte auf Mitnichten gehen. Er hat Leftovers. Ich könnte auf Mitnichten gehen. Ihn opfern und dann mein Stinger hier eventuell aufsetzen lassen mit Fellstinger. Weil mitnichten bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Oh Gott, er geht auf Wurst. Alles klar. Gut. Ich vergesse immer, dass er defensiv ist. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Ich meine, ich habe ein gespextes Torekiss, also hat er ein Leftover Aerodactyl. Ich hätte total angreifen können, aber das ist okay. Aber naja. Gut zu wissen, dass er Leftovers hat. Ich kann erstmal kalkulieren, ob mein Felsdinger hier Aerodactyl Angreifer. Ja, Life Orb. Hat er nicht, aber ist okay. Beedrill. Ja, ich bin dran. Knockoff. Jetzt habe ich nicht geguckt, was ich. Okay, ich habe ihn gepoisoned. Lol. Ich darf schon jetzt KM Crit oder so, weil ich habe nichts davon gerechnet, aber jetzt habe ich ihn wieder gepoisoned. Es tut mir leid. WTF. Ja gut, ich kann mitnichten jetzt nur abfahren lassen und mit Felsding jemand gucken. Felsdinger wird... Na Gott. Ja, okay. Ich kann es nicht riskieren, das zu machen. Ich müsste ihn noch weiter droppen lassen. Er wird wahrscheinlich auf den Boost gehen. Deswegen gehe ich einfach mal auf den Shadow Sneak. Ich biete einfach mal boosten. Und mitnichten. Ja, geht nicht da. Alles klar. Geht wahrscheinlich nochmal auf den Boost. Er geht auf Stone Edge. Okay. Okay. Stinger müsste jetzt eine freie Bahn haben. Nee, hat er nicht. Definitiv nicht. Ich mache hier nicht den Damage, den ich haben möchte. Warum ist das immer schwarz? Ich weiß es nicht. So, Seige 10%. Ich habe kein Band.
Ja, reicht definitiv aus. Reicht definitiv aus. Also, wenn ich ihn ausbilde, müsste er wissen, dass ich gescarft bin. Mit 1000 Arrows. Ich hoffe nur, dass das wirklich reicht. Ich meine, ich mache 57 bis 68% Damage. Aber höchstwahrscheinlich hat er ein bisschen Bulk. Entweder wird er sein Aerodactyl aufsparen, weil er nämlich denkt, ich hätte Band, also ein gebandetes Saiga 10%. Oder er bleibt drinne. Und opfert sein Aerodactyl. Denn wenn er nämlich jetzt rauswechselt, dann frisst er einfach meine 1000 Arrows, die ziemlich krass töten. Er hat jetzt kein Pokémon, die das abwehren. Er hat sein Mega Bisasaur nicht dabei, was mich eventuell auch ziemlich stark einschränkt. Vor allen Dingen hätte er gegen Branavaz immer Mega Bisasaur einsetzen können. Aber deswegen habe ich auch für Mega Bisasaur Togekiss mitgenommen. Weil Heatran gegen sein Team doch nicht so viel ausmacht, als im vorigen Battle gedacht. Da bin ich echt gespannt, was er jetzt macht. Ja, er hat auf jeden Fall noch ein Silberli, was schläft. Ein Munchlax, was getötet wurde. Ein Marowak, 77%, okay, und ein sehr stark angehittetes Rotom-Wash. Und er hat eigentlich keine Switch-Möglichkeit mehr für Hakai. Definitiv nicht. Es sei denn, er bleibt drinne, was mich dann tatsächlich wundert. Und er die Attacke aus irgendeinem Grund tankt, weil er nämlich eher bulky ist. Man hat ja gesehen, er hat Toxin und Leftovers. Aber wie gesagt, das sind immer Mindgames. Ich könnte gebandet sein. Oder auch nicht. Ursprünglich habe ich auf Saiga 10% Live-Orb, weil ich nämlich in der 8. Spieltag Expertengut habe. Das, was aber leider nicht mir so viel geholfen hat, das war eine Knappheit gewesen. Und dementsprechend wollte ich erstmal Live-Orb geben und dann habe ich nämlich gesehen, ja, Dodrio ist zu schnell. Ich brauche was dagegen. Scarf ist auch gut gegen schnelle Pokémon, vor allen Dingen wegen jetzt. Und sicherlich fragt er gerade, warum ich jetzt Zygarde gegangen bin. Denn wenn ich gebannt bin, werde ich von Eiszahn oder so definitiv one-geschottet. Ich könnte auch Fokus gut haben, würde ich die Attacke auf jeden Fall überleben. Es sind wie gesagt Mindgames. Er denkt gerade wirklich sehr lange nach. Ah. Alter! Okay. Okay. Er überlebt die Attacke mit 1%. Er ist nicht rausgegangen,
Schade, denn jetzt weiß er hundertprozentig, dass ich gescarft bin. Weil sonst hätte ich Aerodactyl nicht outspeeden können. Und ja, ist die Frage, warum er jetzt auf Toxingang und nicht auf Eiszahn? Weil das hätte schon mich killen können. Ein Prozent überlebt. Gut. Gegen Meryl und gegen Zalatis habe ich noch mein Kokis. Gegen Rotom Rush habe ich mein Bibor und Branowatz. Bibor war ja nämlich sehr stark Schaden drückt. Und Cresselia, Balk, wie gesagt. Wenn er aber in Silverly geht, bleibe ich aber drin, weil ich muss Silverly Schaden drücken, definitiv. Egal was ich mache, ich muss Schaden drücken. Wenn ich nämlich rauswechsle, könnte ich theoretisch machen, aber könnte er auf Schlafredigen trotzdem seinen Sword Dance hier kriegen. Und Silverly werde ich sicherlich viel Schaden anrichten. So, gegen Silvali Ghost. Oder auch nicht. Es ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Weil ich mache 32% Damage. Das ist zu wenig. Bibo kann ich nicht gehen, weil Risse sind nämlich Käfer und Kiel. Er geht in Mauer und bedroht mich. Das ist sehr gut. Meryl hat keinen Gegenstand mehr. Und selbst wenn ich auf minus 1 bin, mache ich noch 84% an Damage. Deswegen gehe ich einfach mal auf den 1000 Errors. Selbst ein Ausweg ist vollkommen okay. Schaden mache ich noch eigentlich gut soweit. Wenn er mit Meryl drinne bleibt, weil er vielleicht auf Superzahlen geht oder seine eigenen Tarnstellen legen will, dann ist es auch gut. Ich habe jetzt nicht wirklich Grund, rauszuwechseln. Wenn er jetzt aber in Silverle geht, dann gehe ich in Torekiss. Weil gesagt, er muss sich ja immer noch aufsetzen. Bei minus 1, da kann ich jetzt nicht in Silverle bleiben. Und ich hoffe, falls er drinne bleibt, dass ich eher einen Midwolf kriege oder so. Das wird auf jeden Fall reichen. Denn er wird sicherlich Bulk haben, auch wenn er die Platte hat. Denn wenn ich jetzt Midwolf kriege, dann wird auch Meryl mit 1% überleben. Das wäre auch nicht so gut. Wenn der Superzahn noch reinkommt,
Ach, er überlebt mit 2%. Okay. Ich weiß nicht, ob es so gut war, jetzt mich jetzt noch zu offen. Knock-off mit der Platz, das hätte sehr viel Damage gemacht. Ich kann es aber eher extrem. Das wäre mir sowieso egal gewesen. Meryl ist praktisch schon tot. Weil er hätte definitiv auf T-Flap oder so gehen können, deswegen weiß ich jetzt nicht. Oder wieder auf Knock-off. Hakai behalte ich noch. Auch wenn ich jetzt mein Scarf verloren habe, werde ich Latias definitiv überholen. Ansonsten habe ich immer noch, wie gesagt, mein Turkis für Merwal. Ja, Merwal ist jetzt praktisch schon tot. Auf jeden Fall für Latias. Und ich denke, Moment, ich werde wahrscheinlich auf Dazzling Gleam gehen. So, irgendwann kann ich auch den Namen mit Silverly Ghost. So, mit meinem Focus. So. Dazzling Gleam wird wahrscheinlich Silverly Two-Shotten. Mehr oder weniger. Und ich gehe sicherheitshalber auf Air Slash. Wegen Flinch. Denn wenn ich mit Dazzling Gleam 2 mit Damage mache, hätte ich auch sowieso auf Airschlüsse gehen können, deswegen wäre das dann nicht so praktisch. Und der Flinch wäre jetzt nicht so schlecht. Alter! Wie viel mal hat er, wenn er... Hat er, wenn er Sleep Tech einsetzt, Rest gekriegt? Alter. Das ist unfassbar viele Male. Ja, da aber nur 82%. Ich glaube, ich gehe doch eher auf Dazzling Gleam. Ich kann immer noch in Latias reinwechseln. Aber ich weiß nicht aus welchem Grund. Vielleicht hat er irgendwie Z, Donner oder so. Weil zweimal Dazzling Gleam wird höchstwahrscheinlich ausreichen. Es sei denn, er hat Spezialverteidigungsinvestments, was ich nicht glaube, er hat wahrscheinlich Full KP, Full Attack. Denn er braucht ja nur KP, er ist tankig genug. Und ja. Flinch wäre auf jeden Fall toll, aber wenn er nämlich Investment in KP und Angriff hat, ist er nicht schneller als Torikis. K-
könnte jetzt Mervil als Fodder benutzen. Titanstunden werden auf jeden Fall Mervil umbringen. Dementsprechend könnte er in Latias reinrufen. Latias nämlich die DZ-Kristall. Könnte Z-Donner haben. Könnte. Oder Z-Züge-Attacke. Wenn er aber jetzt direkt in Latias reinwechselt, was ich glaube, wird Latias sterben. Dessen geben plus Titansteine werden Latias definitiv rausnehmen. Dessen geben würde so um die 90 bis 98% machen, so um den Dreh. Plus minus Investment. Ja. Also wenn wir es schaffen mit 6-0, dann, das wäre das erste Mal in dem Turnier, wenn ich das sehe. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Also seine Trumpfkarte wäre tatsächlich Latias. Also wenn er mit Latias was Gescheites hinkriegt oder er mit Silverly irgendwie überrascht, jetzt mit Sleep Talk hier Schwertanz, dann nochmal resten und dann einfach mal durchballern mit den Attacken, da als durch mein Team kommen. Das wäre schon heftig. Aber dabei muss er jetzt aufwachen und er muss dann auf West gehen, aber naja, wie gesagt, zwei Dazzling Leap, er ist weg. Das heißt, er muss mich angreifen, critten. Wir werden auf jeden Fall einen Hit tanken. Ist eben die Frage, was er macht. Wenn er jetzt nämlich in Rotom Wash geht, ist Rotom Wash auch weg. Kann sich so viel Zeit nehmen, wie er will. Ich meine, wir machen eine völlige Runde. Da ist meine Mutter eben reinspaziert. Ihr habt sicherlich gehört. Naja. Er denkt wieder lange. Ich wüsste auch selber nicht, was ich an seiner Stelle überhaupt machen würde. Ich würde versuchen, mit Silverly irgendwas anzustellen, denn jetzt in einen anderen Pokémon-Netz reinzuwechseln, wäre überhaupt nicht gut. Er hat immer noch Mervil als Option. Mervil erstmal als Fodder benutzen, wie gesagt. Und dann dementsprechend mit Latios hier gewalttätig angreifen. Ich meine, Latios kann sich eventuell mit Calm Mind hier aufsetzen. Und dann dementsprechend mit der... Es gibt nämlich... Wie heißt die Psycho-Attacke nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall. Psycho Boost oder so. Oh Gott. Crit 1%.
Alles gut. Wir haben auf jeden Fall auch gespeedet. Sword und Sleep Talk und Multi Attack. Da hätten wir auch auf Alola Stunlock gehen können. Also zuvor gegen sein Pokémon, weil er nur die Geisterkarte hat. Aber okay. Wir können aber drinnen bleiben und auf Dazzling Gleam gehen. Das hat jetzt nicht so gemettert. Also der Crit. Es hätte sowieso ein Two-Shot sein können, wenn es so viel Damage gemacht hat. Von dem her. Alter, das ist Sleep Talk, Downed auf West. Das war jetzt nicht so gut für ihn. Das kenne ich von meinen Runden. Er hat ein Item. Wir müssen Rotom definitiv outspeeden. Mich würde es wundern, wenn er gescarft wäre und gleichzeitig Willow Wisp hat. Kann das sein? Ist er gescarft? Leftovers hat er schon. Definitiv. Leftovers hat er schon. Er hat noch gar kein Scarf gehabt. Ich könnte theoretisch in Gold reingehen. Und einfach mal beide Attacken tanken. Aber er hat immer noch Hidden Power Grass. Das wäre jetzt nicht so gut. Kann er gescarft sein? ETF. Ich muss das erstmal ganz in Ruhe kalkulieren. Weil ich könnte, also wenn ich jetzt mein Togekiss opfere, dann könnte ich einfach mal in Seigert reingehen. Dann einfach mal hier Wutanfall spammen. Ich meine, das wäre absolut kein Problem. Ich würde Latios definitiv rausnehmen. Aber ich würde gerne mal wissen, ob ich einen Donnerblitz tanken kann. Es kann nicht sein, dass. Ja. Locker, es sei denn, er hat Investment in Special Attack. Ich gehe mal von dessen Team. Oh mein Gott. Er kriegt auch noch einen Hydro-Pump-Miss. Alles klar. Irgendwie hat er jetzt nicht so viel Glück. Das ist so mies. Das ist so mies. Er ist tatsächlich gescarbt, sonst hätte er mich nicht ausgebildet. Oder er war full in it. Eins von beiden. So. Zum letzten Moment. Gegen Latias. Ich möchte wissen, er hat nämlich Psyschock. Wenn er nämlich Z-Psyschock hat, würde er mich rausnehmen. Kann er über Donnerblitz, wenn er Donnerblitz hat, jetzt auch sehr viel Damage machen. Ist die Frage, ob ich jetzt Best Chicken opfere und dann einfach mal mit Hakai hier reinkomme. Anders kann ich es da nicht machen. Ich habe sonst keine andere Möglichkeit. Bin ich wirklich so hart, um 6-0 zu machen? Ich glaube nicht. Never. Ich würde sonst. Nee, ich gehe einfach mal dessen Game, der wird mich.
Okay. Das war überraschend. Ich gehe mal zu Groot. Das war sehr überraschend. Und gehe jetzt einfach auf ein Erdbeben. Meryl ist viel zu langsam, er wird mich nicht outspeeden. Sei denn, er hat Full Init. Das würde mich ebenfalls überraschen. Was habe ich denn für 6-0? Ich habe sowieso 5-0. Weil Alolan Mack gestorben ist. Ui. Ja, gegen Fenfang habe ich keine Resistenz. Außer Bebau. Bebau wird das auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt tanken. Vor allen Dingen hat Möbeln sicherlich noch Tiefschlag. Und meine andere Option wäre tatsächlich Verschicken. Ich kann, falls Groot jetzt stirbt, in Verschicken reingehen und dann auf Flammenwurf klicken. Da kann Meryl gar nichts machen. Tiefschlag wird auf jeden Fall nicht reichen. Ich resist das definitiv. Ich bin gespannt. Oh, Earthquake reicht definitiv aus. Auf jeden Fall. GG. Ja, ich bin irgendwie teilweise sprachlos, weil jedes Mal, wenn er auf Sleep Talk gegangen ist, hat er einfach West bekommen. Egal was er macht. So erging es mir in einer meiner Spieltage. Das weiß ich noch. Und das ist einfach mies. Der Quit eben hat überhaupt nicht gemattert. Ich habe ihn zweimal toxinisiert. Das war. Ja, es ist einfach Pokémon. Man kann gegen Glück irgendwie oder Pech oder Zufall jetzt nicht ankommen. Auf jeden Fall 5-0 gegen Meta. Vielen Dank für den Kampf. Und ja, für mich war es auf jeden Fall spannend gehabt, das Ganze am Ende. Hat mich sehr überrascht mit Healing Wish. K hat mich gar nicht gerechnet, aber mit Z, Psycho, Chinese oder Zeitschaltkette hättest du auf jeden Fall Tokis rausnehmen können. Eventuell. Und immer noch Healing wischen können. Und ja, ich hoffe, euch hat den Kampf gefallen, auch wenn er ein bisschen länger gedauert hat als die anderen Kämpfe. Ich bin schon gespannt, wie lange der Kampf gedauert hat. Und dann sehen wir uns im allerletzten Spieltag wieder in der Rückrunde. Und ja, gegen Farrowane, und da bin ich sehr gespannt, denn dieser Kampf war auch sehr knapp gewesen. Ich werde mich da sehr gut vorbereiten und dann sehen wir uns, Leute. Tschaußen.